Und damit willkommen zu einer neuen Reaction, heute mit etwas ganz, ganz, ganz Besonderem. Und zwar meinem ersten Auftritt überhaupt auf YouTube. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe Ende Juli 2015 angefangen, selber Videos zu produzieren und hochzuladen. Allerdings war ich schon zuvor, ja, bei so manch anderen als Gast mit dabei. Und mein erster Auftritt überhaupt auf YouTube war bei dem lieben Mammut LP. Beziehungsweise beim Mammut. Mit einem Minecraft-Video. Mammut hat damals eine Videoreihe gehabt, die nannte sich Let's Battle. Da waren immer Mammut und noch jemand anderes und die sind in einem Spiel gegeneinander angetreten und am Ende hat dann halt jemand gewonnen. So. Und ich war da auch mit zu Gast, beziehungsweise ich glaube so ein paar Mal, wenn ich mich richtig erinnere, einerseits in Minecraft-Wizard und ich glaube in Sonic and All-Star Racing Transformed, eventuell, bin mir da gar nicht mehr so sicher, und eventuell noch in Mario Kart 8. Eins von beiden auf jeden Fall. Aber ja, sonst war ich auch damals in seinem Minecraft-Let's Play auch ab und zu mal zu Gast, wenn er da, ja, Gäste eingeladen hat. Und das war, wie gesagt, dieses Video, da war ich das erste Mal auf YouTube überhaupt da. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders sagen soll. Ich habe dieses Video schon seit Jahren nicht mehr angeguckt. 2015 kam es raus, Juni 2015. Das war halt anderthalb Monate, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Beziehungsweise die Aufnahme war sogar, glaube ich, noch einige Wochen davor. Vielleicht so ein paar Monate. Das kann auch sein. Weil Mammut damals viel aufgenommen hat und viel auf Vorproduktion gegangen ist. Und ich habe vom Mammut die Erlaubnis bekommen, darauf zu reacten. Ich habe ihn extra gefragt. Seinen Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung. Könnt da gerne vorbeischauen. Er macht außerordentlich gute Videos und kann ich nur jedem empfehlen. Und erstmal zur Vorgeschichte. Damals hatte halt Mammut immer nach Mitspielern gesucht für sein Let's Battle und ich habe mich da halt, habe mit ihm da geschrieben, ich hätte Interesse. Damals noch per private Nachrichten auf YouTube. Damals war es noch möglich, private Nachrichten zu schreiben auf YouTube. Und dann war der Aufnahmetag gekommen. Ich war so heftig aufgeregt. Ich weiß noch, wie Mammut dann zu mir sagte, du brauchst nicht aufgeregt sein. Oder irgendwie, ich hatte ihm halt gesagt, ich bin so aufgeregt. Das war halt, ich habe Mammut halt da schon, ja, ein paar Jahre, ja, zwei, drei Jahre verfolgt. Vielleicht, so ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann plötzlich mit dem YouTuber so gesehen zu reden, über Teamspeak war das damals, glaube ich. Ja, genau, über Teamspeak, Discord war noch nicht, kannte ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob Discord schon damals, ja, ob es das damals schon gab. Aber ich war komplett aufgeregt und dann fing die Aufnahme an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video rein. Ich bin mega gespannt, das nach so vielen Jahren wieder zu sehen. Minecraft Sky Battle. Was das genau ist, dazu gibt es gleich die Erklärung, beziehungsweise vielleicht erklärt das Mammut auch nochmal selber. Weiß ich jetzt nicht. Ja, Mammut hatte so ein richtig episches Intro immer für die Let's Battles. Das war immer schon sehr, sehr genial. Ich mache das mal ein bisschen leiser, damit wir jetzt nicht das hier zu laut haben. Und ich würde sagen, let's go. Let's Battle. Schön. Mammut versus Mega Sterne. Erstmal dazu nochmal ein paar Dinge. Erstmal, ich glaube, er hat ja selber auch alles eingespielt, weil Mammut spielt auf jeden Fall auch Instrumente, Gitarre zum Beispiel und was weiß ich noch, keine Ahnung, was noch alles. Auf jeden Fall, er hat das halt selber eingespielt, soweit ich mich erinnern kann und halt die Stimme dazu. Und dann habt ihr jetzt gesehen, Versus Mega Sterngucker. Das war mein damaliger Name mit meinem damaligen Profilbild. Das ist lange, lange, lange her. und ja, damals hieß ich halt so und dementsprechend das Bild habe ich dann, habe ich selber mal gemacht. Das sind irgendwie Bilder, die ich aus dem Internet habe und diese Schriftzüge auch irgendwie aus dem Internet und dann so ein Sternhimmel, bisschen umgeändert von den Farben her. Ich finde dieses Intro so mega cool. Designt hat er das auch alles selber. Das war schon sehr, sehr cool. So, jetzt geht's los. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Battle. Heute als Let's Battle Spiel Minecraft Sky Battle. Mit dabei, oh ja, der Megasterngucker, der da hinten als Klingone hier so über seine komischen Steinchen da guckt. Ja,
Und merkt so, jo, da kann man runterfallen. Ja. Ziel des Ganzen ist es, nicht runterzufallen, nicht besiegt zu werden vom Gegenüber. Ach echt? Ja, wirklich. Echt? Ach echt? Ja. Wow. Na, also wenn du jetzt gewinnen willst, einfach runterspringen. Okay. Wer zuerst unten ist. Die Aufnahmen mit Mammut waren immer so genial. Die waren immer so genial mit ihm. Er hat auf jeden Fall vor, dieses Let's Battle Format wiederzubeleben unter einem anderen Namen irgendwann. Und da haben Mammut und ich auf jeden Fall schon eine Mario Kart Aufnahme vor. Die ist gesichert. Mal gucken, wann er das schafft. Ich freue mich tierisch da drauf. Und die Let's Battle Videos waren halt immer so genial. Die waren genial. Und jetzt das nach so langer Zeit mal wieder anzusehen, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön mal wieder. Und ich war so aufgeregt damals und dann, es ist, ja, guck mal weiter. Ja, also gut, wir haben halt hier ein bisschen Material zur Auswahl, was uns dabei helfen soll, irgendwie da rüber zu kommen. Ob uns das helfen wird, mal gucken. Bin mal gespannt, aber wird schon irgendwie. Ja, irgendwie. Genau. Zwei Inseln, man hat ein paar Materialien, man muss dem anderen rübergelangen oder man wartet, bis der andere zu einem rübergeht und derjenige, der als erstes runterfällt, hat verloren. Beziehungsweise der halt stirbt, hat verloren. Je nachdem, wie man den anderen umbringt. Entweder durchs Runterfallen oder durchs Sorkeln. Und man hat halt diese drei Blöcke, Gold, Diamant, Eisen, als bisschen Rohstoff. Und sonst diese kleine Insel. Hier in der Insel sind keine weiteren Rohstoffe, außer ein bisschen Erde und, glaube ich, vielleicht so ein bisschen Stein. Wird das ja immer. Ich muss hier immer aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo runterfalle. Recht? Oder dass die Steine, wenn du sie abbaust, hier nicht runterfallen. Oh, habe ich auch immer sehr immer viel passiert. Talent mit. Also damit kenne ich mich aus. Da hat jemand auf Holz geklopft. Ah, das ist mein anderer Account. Ja. Der existiert also immer noch. Nicht. Ja, das war bestimmt Paul. Ja, Paul. Ja, bestimmt. Der macht das immer. Dieser Paul. Ja. Weiß auch nicht, warum der das macht. Der hat bestimmt Spaß daran oder so. Ja, kann sein. Ich war sehr schüchtern zu dieser, vor allem noch zu dieser Zeit, weil ich selber noch nur diese privaten Videos, die ich mal gemacht habe, was ich euch auch schon mal gezeigt habe und sonst keine YouTube-Präsenz. Das erste Mal so auf YouTube und das ging mir die ganze Zeit dann noch so durch den Kopf. Ey, ich bin gerade in einer Aufnahme. Bin gerade in einer Aufnahme. Das werden sich andere Leute angucken. Es war, So. Heutzutage ist das vielleicht schon Normalität, auch für die Jugend heutzutage schon, dass man halt in Videos auf YouTube drauf ist. Aber damals war das noch nicht Normalität. Das war noch was Einzigartiges, beim YouTuber dabei zu sein. Heutzutage, wie gesagt, mit Livestreams und so hat sich das alles geändert. Und du hier kommst mal raus da. Mammut hat sich seine Bude gebaut. Ja. Super. Ja, ein bisschen Holz konnte man auch holen. Weißt du denn schon, was du da eigentlich tust? Nee, noch nicht. Okay. Hast du denn schon einen Plan, wie du mich fertig machen wirst? Nee. Auch noch nicht. Was hast du eigentlich? Oh, ich dachte schon, der Baum wächst nicht. Habe ich etwas Holz, ein paar Knochenmehl, eine Spitzhacke. Ja. Okay. Wow. Jetzt hat er auf Holz geklopft. Ich habe auch dreimal auf Holz geklopft. Super. Aus mir wird nochmal was, ne? Ja. Ich glaube ja nicht, aber okay. Es ist so ein riesiges Nostalgiegefühl gerade. Also, ihr müsst auch wissen, wir sind beide Minecraft-Noobs zu dieser Zeit gewesen, beziehungsweise heutzutage eigentlich immer noch. Aber ja, dementsprechend erwartet jetzt hier kein Skill. Weil Skill gibt es bei Mammut nicht. Und bei mir auch. Ja, seltener. Ich habe kein Holz mehr. Oh. Heutzutage bin ich ja mit meinem Account also der Luigi. Damals war ich ein Klingone. Ja, also mein Truppenbaum ist zwar nicht so toll gewachsen. Oh. Und mein Knochenmehl ist auch weg. Ja, klasse. Yay. I'm duped. I'm totally duped. Na klar. Duped ist immer gut so. Gut. So, aber nichtsdestotrotz werde ich dich irgendwie in den Grund und Boden rammen. Ja, mal gucken. Wie genau, weiß ich selber noch nicht, aber irgendwie wird das schon. Ich bin auch gespannt, was jetzt hier alles kommt, weil es ist eine 30-Minuten-Aufnahme. Bitte, das React wird jetzt auch umso länger. Was da jetzt so alles kommt, weil ich kann mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Dass wir 30 Minuten aufgenommen haben, ich hätte jetzt mit so 15 Minuten gerechnet. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Daher werde ich jetzt versuchen, möglichst wenig Pause zu machen. Wow, hat er viel gebracht. Man konnte da halt viele Taktiken überlegen. Baut man sich einen Verzauberungstisch. Bringt jetzt nichts, weil er kein Level bekommen hat. Nein, Mammut, das musst du hinsetzen und ein Schwert abbauen. So, nein. Nein. Nein.
Ach so? Nein. Nein. Oh Gott, wie... Ach. Jetzt hat's Klick gemacht, oder? Jetzt weiß ich wieder. Ja. Man merkt, es ist 2-3 Tage her. Ja. Ja, mein Vergangenheits-Ich und ich und mein jetziges Ich gleichzeitig ja gesagt. Nice. Boah, ich hab schon Rüstung da hinten. Das ist ja schon. Baut er sich auch in den Boden? Ist doch nicht wahr. Ach, das ist Grundgestein. Ach so, glaube ich. Ja, das ist soweit richtig, das ist Grundgestein. Okay. Deswegen kommst du da nicht so gut durch. Wo haben wir die Aufnahme gestartet? Hier in der Welt, richtig? Wann war das? Es könnte noch die 1.5 oder die 1.6 oder so sein. Ja. Lange her. Ich teste nämlich gerade ein neues Texture Pack. Hm. Wow, zu den Waffen. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Die Musik dabei, oh, es ist so. Schön. Nur den hier. Ah ja, will sich einen Bogen bauen. Das Bogen ist hier sehr, sehr fies. Aha. Und trifft er? Au. Willst du mich verarschen? Also im Moment nicht. Nicht du? Der Baum will mich hier krass dissen, ja? Superbaum. Nein, das ist nicht Superbaum. Fand ich schön. Stimmt, da konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Arschig Baum. Das war unklug von Mammut. Das war gerade unklug, sich eine Hose zu machen, weil jetzt hat er 2 Eisen übrig. Was macht er mit den 2 Eisen? Kann er nichts machen, weil er hat ja schon ein Diamantschwert. Da hätte er vielleicht die 9 Eisen, die waren, vielleicht für Schuhe und für einen Helm nutzen können. Dann hätte er genau 9 Eisen verbraucht. Arschig Baum. Ach nee. Und die 7 Diamanten, die er noch hat, halt dann für eine Hose, dann sind die auch komplett aufgebraucht und dann die 9 Gold, dann halt für einen Brustpanzer. Das ist nämlich jetzt genau diese Person hier. Ich finde den Raum nett. Ja, wenigstens einer, ne? Hm. Somit hat er jetzt auch 2 Diamanten übrig, hm? Aber pro sein kann ja jeder. So, das ist das. Ja, mach mal den Baum da weg. Kennst du das, wenn du verarsche Bäume hast? Ja, das kenne ich auch, aber nicht von dieser Map hier. Also da scheinen mich die Bäume zu mögen. Das ist gut so. Ein Herz für Bäume. Aber immer. Nicht für diesen hier, der ist echt gemein gewesen zu mir gerade. Ja, der nicht. Ach, gerade für den. Wo bin ich da? Sag mal, wo bist denn du? Ja. Da! Scheiß Laub. Da sitzt ein Grafikbug leider. Da sitzt ein Grafikbug. Au! Ich dachte schon. Das ist leider nur ein Grafikbug. Wollen die mich verarschen? Wo fällt denn hier mein Pfeil dagegen? Schiebung! Ist doch nicht wahr. Meine Pfeile prallen hier von irgendwas ab. Unsichtbare Mächte. Sind alle auf meiner Seite. Ja, Mammut hat das halt nicht gewusst. Die Macht des Baumes. Ja. Und des Heiligen Waldes. Das daneben. Ist nicht wahr. Ja, nicht daneben, der ist einfach nach unten gefallen. Oh. Oh. Ich hab nichts anderes zu sagen, außer oh. Okay. Plan B. Plan B. Was macht er? Hochbauen. Mammut, ich habe, glaube noch... Aber ich glaube, ich habe noch Pfeile. Kann das sein? Weil ich habe jetzt ja nicht so doll auf Mammut geschossen. Bedeutet, eventuell habe ich noch Pfeile. Und wenn er sich jetzt so hochbaut und rüberbaut. Oh oh. Nein, ich bin nicht da. Nein. Was wird jetzt passieren? Ja, ich habe wirklich noch Pfeile. Aber warum verbrauche ich die jetzt da auf? Aua, ist nicht nett. Ich hätte ihn vielleicht rüberkommen lassen sollen und dann Überraschung, Pfeil, bumm. Wenigstens einer, der es nett findet. Ja. Vielleicht komme ich auch hoch. Ich habe keine Ahnung. Erinnert mich so an Bedwars-Zeiten. Und du meinst, dass das klappt, deine Taktik? Oder Skywars. Dein Tic-Tac. Mein Plan war einfach, glaube ich, mich hochzubauen und dann mit einem Bogen irgendwie anzugreifen. Oder von oben dann runterspringen und ihn dann wegzuhauen. Ich weiß es aber nicht mehr. Aha. Bist du dir sicher? Ja, wäre möglich. Mal schauen. Okay. Oh, Mammut. Oh, okay, oh. Versucht auszuweichen. Oh, oh.
Das wird nicht gut ausgehen, glaube ich. Und da ist der Pfeil. Und zack, er ist weg. Da habe ich den Pfeil in die Fresse bekommen. Verdammt. Notfalls hätte ich noch einen Lava-Eimer hier. Ja, das ist... Deswegen habe ich mich so hochgebaut. Ja, ja. Ha? Ha? Na gut, damit hast du dann die erste Runde gewonnen. Ja. Wir sehen uns in der zweiten Runde. Ja, du. So, da sind wir auch schon wieder zurück zur zweiten Runde. Der Megasterngucker hat sich da irgendwo schon verbuddelt Kekse. Oder sowas. Ich weiß nicht. Ach, da ist er. Wo sind meine Kekse? Da guckt er. Da hinten. Jetzt habe ich keine. Gucken wir mal so, als hätten wir ihn nicht gesehen. Okay. Und dann geht es auch schon weiter. In der Hoffnung, jetzt irgendwie nicht mehr so krass runterzufallen wie beim letzten Mal. War ja doch schon dezent peinlich. Also, ich mache so wieder das gleiche wie am Anfang vom letzten Mal. Ich muss meine Taktik jetzt umändern. Okay. Stimmt, jetzt hast du ja meine Taktik durchschaut. Ja. Ja. Das geht ja nicht. Mhm. Kann der nicht nochmal aufgehen? Muss auch mal wieder zugehen. Kommen wir dahin? Dieser Baumstamm war weg. Na, jetzt baut er sich eine Festung. Aha. Ja, das ist schon ganz nice, so ein Sky Battle, weil man hat wenig Ressourcen und muss damit irgendwie schaffen, den anderen irgendwie runterzuhauen. Und da gibt es halt viele Taktiken. Entweder wie jetzt hier eine Festung bauen oder gleich rüber zum Gegner. Ja, mach das mal nach. Habe ich jetzt auch zufällig vor. Ach, verdammt. Was wollte ich jetzt? Ich wollte dort. Ja, du brauchst einen Baum. Du brauchst einen Baum. Wo brauche ich das? Baum. Und etwas eine andere Mauer. Und hiervon was? Und davon was? Ach, nicht da in der Ecke. Da kommt so wenig Licht hin. Ha! Willst du mich verarschen? Ja. Fuck. Das ist gerade echt scheiße. Find der Baum hat all mein Knochenmehl gedroppt. Problem ist, jetzt hat er kein Holz für eine Werkbank. Nee, danke. Dann komm mal rüber. Nee. Guck. Was machst du da? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe jetzt, dass einer dieser ganzen Bäume jetzt hier wachsen wird. Er hat gar kein Holz. Er kann halt gar nichts jetzt machen, außer sich vielleicht rüberbauen. Kann super werden. Ja gut, du hast jetzt die Diamanten, die bringen dir nichts. Oder kann man da irgendwas halt noch dann, craften? Wenn du dann keinen Baum hast, dann kannst du auch nichts machen. Mhm. Dann bist du richtig am Arsch. Ja, eins kannst du machen. Warten. Ja. Warten derzeit auf den Tod. Das wäre möglich. Mal schauen. Ich habe mich da eingebaut. Ich weiß nicht, was ich da mache. Wahrscheinlich mich ausrüsten oder so. Jetzt hat man wenigstens mal ein bisschen Nahrung. Nahrung ist doch schon mal verkehrt. Das passieren wird, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Da hast du recht. Stimmt, er hat ja jetzt auch nicht mal einen Bogen oder so. Uiuiui. Uiuiui. Spannung steigt. Wahrscheinlich Knochenmehl hier das wichtigste Item. Kommt schon, Bäume wachst. Wenn nur diese blöde Mauer da nicht wäre. Die Mauer muss weg. Nee, die ist hier schon ganz gut. Achso, wenn du meinst. Ja. Ich bin da relativ sicher, dass die ganz gut ist. Okay. Baum wachse. Unklug, sich da hinzustellen. Nicht, dass der Baum jetzt spawnt. Und zack, glitscht Mammut dann raus, ab in die Tiefe. Das wäre ein schöner Tod, aber... Nicht meine Runde. Wäre aber wirklich ein schöner Tod. Was macht er jetzt? Das wird leider nichts. Man sieht, Mammut ist verzweifelt. Lang auf irgendwas einklopst in der Hoffnung, dass es dann wächst. Ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Ich habe damals noch so wenig geredet. Schon. Jetzt bin ich richtig doomed. Oh. Dachte, dass es klappt, aber nö.
Aber Mammut, du hast doch Blöcke. Du kannst dich doch mal rüberbauen. Nö. Ich hab verkackt. Das will ich noch nicht sagen. Na, doch. Ich sag dir zwar nicht warum, aber ich habe es. Au. Ich war gerade im Inventar, du Depp, das geht nicht. Das ist so, als würdest du jemand anschießen, der gerade nachlädt in einem Ego-Shooter. Das geht nicht. Also, jetzt habe ich den Effekt mit den Pfeilen auch. Warum auch immer. Hm. Oh, da ist er wieder. Ja, war damals im Minecraft-Bug. Kuckuck. 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 Ah. Kuckuck. Da muss ich noch schießen lernen. Guck, komm hoch! Ich bin oben! Siehst du, ich bin ganz oben! Ganz hoch! Bin ganz oben! Ja! Finde ich nicht nett. Aber ich. Ich schon. Ich find's sehr nett. Das ist toll! Ja, find ich auch. Es ist so spannend. Es ist, also wirklich, weil man einfach gar nicht mehr weiß, was da dann passiert ist. Warum macht er so TNT? Will er sich selber in die Luft sprengen? TNT ist cool, ja, aber will er sich selber in die Luft sprengen? Er hat doch kein Feuerzeug. Ist er zurückgegangen da hinten? Nee, ich doch nicht. Nein, nein. Du doch nicht. Lava Emma, okay. Ich kann mir nicht mal eine Werkbank craften. Oh. Armes Mammut, ich weiß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er das damals selber erstellt hat, diese Welt hier, beziehungsweise dieses Sky Battle. Ob er die Plattform und so alles selber gemacht hat oder ob das irgendwie aus dem Internet genommen war. Vielleicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das selber gemacht hat. Vielleicht. Ich steh gerade oben. Ach, stimmt, du kannst ja auch keinen Bogen craften. Oh, das ist ja schade. Oh. Ich bin jetzt so eine Schadensfreude von mir. Wirklich schade. Nein. Okay, geklappt. Ich wollte schon sagen, fällst du da jetzt gerade runter? Ja, bin ich. Auch noch gut gelandet. Zur Demonstration baue ich da oben auch Bäume nochmal hin, ja. Da Bäume in Massen. Bei mir wächst nicht einer von denen. Nicht mal von selber. Bei mir drei Bäume. Nee, darauf falle ich nicht rein. Da stehe ich drüber. Wenn du meinst. Ja, meine ich. Okay, dann akzeptiere ich es. Was macht er? Er baut sich also jetzt immer wirklich ein bisschen hoch. Er könnte es halt noch schaffen, indem er zum Beispiel wirklich sich richtig hochbaut, dann über mir ist. Also ich bin hier und er ist hier und dann runterspringt und mich dann weghaut von der Plattform. Das wäre möglich, da braucht man keine Waffen für. Ja, ein bisschen asynchron, so der Ton hier. Ja, da braucht er keine Angst haben, er hat ja keinen Pfeil und keinen Bogen. Ja, doch Pfeile schon. Ja, aber kein Bogen. Sogar deine Pfeile habe ich. Oh. So, jetzt hat er keine Leiter mehr. Guck. Komm mal näher. Ja, das ist okay. Was macht er? Okay, freut mich. Was macht er da? Ich glaube, er will das TNT zünden, wenn ich unten bin. Jetzt komm runter. Das ist fies von mir. Willst du mich verarschen? Er will mich verarschen. Ist doch scheiße. Bau dir schnell einen Schutz. Das sagst du so einfach. Da könnte ich eigentlich rein theoretisch jetzt auch runterspringen und ihn dann runterhauen. Aber macht ja sonst keinen Spaß, man muss ja ein bisschen mit ihm spielen dann. Ich schau mir von über dir schön deinen Untergang an. Guck mal, über dir. Ja, und jetzt? Ja, mal überlegen. Was mache ich? Wie töte ich ihn? Wie will ich ihn töten? Ah, noch ein bisschen mehr Lava setzen. Das muss man ja auch ein bisschen auskosten. Nein! Ach, das Holz brennt. Ich bin gerade seltsam in die Lava gelaufen. Nee, Holz brennt hier. Da habe ich gar nicht mehr gedacht.
Aus Feuer, aus. Böses Feuer. Böses Feuer. Ja, ganz böses Feuer. Ich stehe hier und weiß nicht, was mit mir anzufangen ist. Brennmelonen? Ja, bestimmt. Keine Ahnung, da ist viel Wasser drin. Guck, guck. Hi. Nein! Das war eine doofe Idee, ich geb's zu. Ich finde das halt auch immer schön, wie Mammut dann, bevor er stirbt, erstmal dann zu mir guckt. Hallo? Und dann zack, ist er tot. Das war beim ersten Tod auch schon so. Hey, viele aus der Welt. Mann, wow. Bin ich scheiß. Es war auch absolut eine beschissene Runde. Ja. Na gut, wir sehen uns zur aufrichtigen Runde Nummer 3. Ja. Nummer 3. So, und da sind wir zur glorreichen Runde Nummer 3. Zu der Ehrenrunde des Mammuts. Zu der Ehrenrunde des Mammuts. Und gucken wir mal, ob es jetzt genauso beschissen läuft wie die letzten Runden auch schon. Wahrscheinlich ja. Immer. Ja, mal schauen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, genau. Ich glaube, die Erfahrungsfläschchen hat er später nochmal ein bisschen erhöht für spätere Folgen, dass man da ein paar mehr hat, weil man da in der ersten Runde hat der Mammut nur nicht mal ein Level bekommen. Irgendwie eine Erfahrungsflasche mehr in die Kisten jeweils zu tun. Ach, das spricht ja gerade auch an. Ach, ist nicht so schlimm. Muss ich mir fürs nächste Let's Play mal aufschreiben. Dass ich das hat er gerade angesprochen, was für ein Zufall. Mit einfüge, damit die Erfahrungsfläschchen überhaupt einen Sinn ergeben hier. Also ist es ja dann doch eher... Mach dir erstmal einen Baum oder so. Ja, so, mal sehen, ob du dieses Mal Glück mit einem Baum hast. Mögen die Bäume mit mir sein? Immer. Du holst erstmal Erde, interessant. Ja. Für welchen Baum? Schön, wie du mich beobachtest. Immer dieses Stalker. Ich hab natürlich wieder Glück. Wenn das Tier 1,5 ist, dann gab's da damals noch keine Akazienbäume und Schwarzeichenbäume. Von den Netherbäumen wollen wir erst gar nicht reden. So, das klappt jetzt aber, oder? Ja. Hey. Super. Hey. Hey. Das Spiel hat wieder einen Sinn für mich. Yeah. Hat's das recht? Nein. Okay. Aber bin ich ja so beruhigt. Prinzipiell. Okay. Das könnte schlimmer sein. Ja. Immer. Jetzt hat er wenigstens Holz. Also immerhin. Kommt schon Holz. Ah, das Interessante ist, ich hab dich mit gleicher Taktik runtergeschmissen, sozusagen. Ja. Obwohl, nee. Aber so ein bisschen. Ich hatte doch eben kein Problem. Nee, du hattest Schwert, hast mich mit Schwert runtergeschmissen. Ja, ich hab dich runtergeschmissen. Genau. Das ist die Hauptsache. Werde ich jetzt hier nochmal gewinnen oder wird jetzt die dritte Runde Mammut gewinnen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich doch mal ordentlich Holz, das kann man damit auch bestimmt irgendwie was Tolles mal machen. Kann man? Nein. Okay, dann bin ich ja wieder beruhigt. Wie oft ich da beruhigt bin. Wie ist das so, beruhigt zu sein? Eigentlich ganz angenehm. Okay. Beruhigend. Also schon hat faszinierend. Was, ja. Faszinierend. Kommt auch noch mit dem faszinierend an. Mhm. Bist du Spock oder was? Ja. Ah ja. Hast du von der traurigen Nachricht gehört? Nein, ich hab davon gehört. Mhm. Was für eine traurige Nachricht. Leonard Nimoy, der Schauspieler von Spock, halt Star Trek Enterprise, ist da vor kurzem halt verstorben. Und ja, war halt großartiger Schauspieler und war sehr, sehr, sehr schade damals. Und natürlich heute immer noch, aber ja, das war da damals frisch. Ich glaube, im Februar ist er gestorben und kurz danach war die Aufnahme. Ein paar Monate später kam dann das Video halt raus. Da kann man nichts machen. Genau. Ja, leider. So, was macht er? Ist halt manchmal so, ne? Ja. Der Tod gehört da neben dazu. Das ist richtig. Ja, da ist irgendwie so ein Bug. Hm. Das war sehr schlau von dir. Aber es ist eine Idee, finde ich cool. Gefixt werden. Ja, da mit einem Respawn, da arbeiten sie noch dran. Ach so. Haben sie bis heute nicht hinbekommen, da einen Respawn im Spiel Real Life einzubauen. Frechheit. Ist bis heute noch nicht behoben worden. Ja, und Respawn-Zeiten vom 7 Leben. 7 Jahre später auch nicht. Deswegen ist Real Life ja so scheiße. Ja. Ja. Die Grafik ist gut. Kannst du dich eben mal mit zwei Fingern in eine Steckdose packen? Oh, nee. Nee, das würde nicht gut ankommen. Aber wie gesagt, die Grafik ist gut. Ja, ich bin richtig schnell hier heute. Wow. Man kriegt gar nicht mit, dass ich schon ein alter Tatterkreis bin. Super.
bin stolz auf dich. Na, wenigstens einer. Ja. Wenn nicht ich, wer dann? Richtig. Ja. So sieht's aus. So, jetzt kann er mich da abschießen. Oh. Ja. Vielleicht hätte er die Treppe irgendwie links rum hinsetzen sollen. Ah, es funktioniert aber. Nein! War der falsche Block. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Okay, ich baue mich erstmal wieder ein. Drei Runden haben wir jetzt gezockt, also ist dann jetzt auch die letzte Runde überhaupt. Es muss mich ja nur irgendwie so ein Pfeil treffen, so unglücklich treffen. Oder ihn halt. Hey, du Penner. Du Heckenpenner. Jetzt macht er dann noch was. Muss halt sein. Würde ich jetzt auch sagen. Ich will ja meinen insgesamten Punktausgleich ausgleichen. Also Punktstand ausgleichen. Und was bringt dir das dann? Ruhm und Ehre. Ja, ausgleichen? Habe ich dann doch schon davor einmal mit Mammut gezockt? Ich bin doch die ganze Playlist durchgegangen. Das war das erste Video mit mir. Weiß nicht, ob du dieses Mal dazu gelernt hast. Ich habe nicht dazu gelernt, nein. Ich lerne nie dazu. Okay, dann bin ich aber ruhig. Ich glaube, am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung von der Punktevergabe. Also über die Folgen hinweg, wie viele Punkte jeder hat. Werden wir dann sehen können. Oh, Mammut macht das genau richtig. Mit der Rüstung. Sehr gut. Keine Ahnung. Weil wäre jetzt ein bisschen belastend, wenn ich jetzt so sage, das ist das erste Video, was überhaupt von mir auf YouTube zu sehen, wo ich das erste Mal auf YouTube zu hören war, und dann war es doch nicht das erste Video. Aber ich dachte, das war Minecraft Sky Battle und halt auch dieses Video. Weil ich habe auch kein anderes Video, wie gesagt, gefunden. Ich bin die ganze Playlist durch, aber vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Das kann natürlich sein, wie immer. Ne, verpissen hier. Was habe ich denn hier noch in der Truhe? Nur Müll. Müll. Immer Müll. Müll. Ja, Mammut kann sich jetzt zum Beispiel keinen Erfahrungstisch mehr bauen, weil er jetzt zwei Diamanten weg hat. Aber gutes Tick-Tack. Ja. Tick-Tack. Ich nix haben, gutes Tick-Tack, weißt du? Ach echt? Oh, schade. Ja. 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 So, okay. Jetzt wird's wieder spannend. Mammut baut sich hoch. Nein! Ui. Drecksack. Schön. Was fällt dir ein? Klappt doch immer wieder. Da denkt man mal an das Gute in den Megasterngucker und dann sowas. Nee, gut in... Nee. Ach, anderthalb Herzen, das geht ja. Ja, das Gefährliche ist halt erst das Runterfallen. Ah. Das Runterfallen. Ach ja, danke für die Pfeile. Bitte, immer wieder gern. Das freut mich. Dann noch mehr. Ich will noch mehr. Ist gerade schlecht. Ist in Bearbeitung, ne? Okay. Er hat keine mehr. Du bist schon so ein Mega-Sterngucker, ne? Immer? Ja, das bin ich. Jetzt bin ich ein Galaxy-Miner. Wie du siehst, komme ich auch immer näher. Und näher, und näher, und näher. Oh, gleich kommt der Shot. Nein. Hi. Hi. Du hast keine Pfeile mehr. Ja. Warte. Ich hätte jetzt auch mit deiner Leiter probieren. Damals wusste Mammut noch nicht, dass man mit Shift bei der Leiter dann so stehen bleiben kann. Habe ich ihn erst später, glaube ich, in den Kommentaren drauf hingewiesen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ist halt schon lange her. So. Was soll das? Ach, nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Okay. Ist die Frage, ob ich jetzt noch Pfeile habe. Aber dürftest du keine Pfeile mehr haben. Okay. Oh doch, ich habe noch einen. Sag ich das nur so, oder ist das so? Mach sofort ein, aber... Du musst mir halt vertrauen. Vertrauen, Menschen. Mir vertrauen, ich bitte dich. Ey, die Musik passt aber hier sehr, sehr gut zu. Näher. In dieser Situation. Mach doch. Okay, mach ich auch.
Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. TNT. Ah ne, ist noch zu früh. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Zwei TNT, sehr gut. Oh shit, das ist die falsche Richtung. Ich hab da jetzt eine Lava eingesetzt, damit halt TNT explodiert. Ja, okay. Ja. Ist genehmigt. Klappt noch nicht ganz so. Anscheinend. Ich glaube, es wird nix. Nee. Nee. Oh, oh, oh. Geh, wo du wohnst! Geh, wo du wohnst! Da, Kampf! Nein! Oh, ich hab überlebt. Yay! Na, oh. Fuchteln, 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 mehr fuchteln! Und da ist er wieder down! Danke, noch mehr! Bitteschön! Da hat er mich nicht getroffen! Yay! Ich hätte es fast geschafft und ich wollte eigentlich erst so einen Lava-Eimer jetzt noch im Weg setzen. Das wäre es wahrscheinlich jetzt gewesen. Ja. Ja. Aber du hast es geschafft. Du hast jetzt das Let's Battle glorreich zum Sieg gebracht. Jetzt! Ja, und das TNT wurde nicht gezündet. Nein. Oh. Das arme TNT. Ja, weil es hat auch Gefühle. Sich von Lava einfach von direktem Kontakt entzünden. Ja, aber manchmal funktioniert es. Du musst Lava dazu bringen, Holz zu entzünden und in der Nähe dann das TNT. Hm. Oder generell irgendwas anzufackeln. Mal sehen, was du ja noch in deiner Truhe hast. Was eigentlich auch unlogisch ist, dass das Lava überhaupt nichts, kein TNT andingst. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Aber naja. Deine Truhe ist ja leer, ist ja langweilig. Ja, richtig, ist ja alles bei mir. Ja, jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Interessante Gucklöcher. Ja, richtig. Ja, aber ich danke dir, wie gesagt, fürs Mitmachen bei diesem grandiosen Let's Battle. Ne, und ja, bestimmt auch gerne mal wieder. Klar. Bestimmt. Ne? Eines also dann Tages. Tschüss und bis dann. Ciao. So, jetzt die Übersicht. So. Ja, da, 1-1. Also anscheinend habe ich schon mal irgendwo verloren. Ich werde das Video nochmal raussuchen und dann mal gucken. Also, ja, es sind hier die ganzen Leute, die da schon mal mitgemacht haben und die dann später noch mitgemacht haben. Also, erstmal Mammut, danke, dass ich das Video so gesehen verwenden durfte. Und, ja, wie gesagt, sein Kanal in der Videobeschreibung. Wir gucken uns jetzt mal kurz die Kommentare an. Erstmal hier, 430, genial. Was war 430? 430. Ah ja, na oh. Ja, klar, der Baum. Sehr interessant, Minecraft-Skalbette von beiden Seiten zu sehen. Gerne nochmal. Genau, kleiner Minitipp, Spinnnetze muss man mit einem Schwert abbauen, damit Spinnenfeen droppen. Und du kannst auf Leitern sneakern. Achso, dann war nicht ich das, sondern jemand anderes. Oder Mammut hat es dann wieder vergessen und dann hat jemand anderes drauf hin, oder habe ich dann wieder drauf hingewiesen, kann alles sein, weiß ich nicht mehr. So, genau. Von daher, trotzdem, das war heute das Reaction-Video zu dem lieben Mammut. Schaut doch gerne vorbei, er macht richtig, richtig gute Videos. Ist ein Mammut mit Let's Plays, mit Haut und Haar und sehr viel Skilllosigkeit. Aber ja, das macht ihn irgendwie aus, finde ich. Daher, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.